Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch dieses Wochenende wieder eingeschaltet haben. Ich führe Sie diesmal durch unsere beiden Magazine, durch Treffpunkt Freizeit und Treffpunkt Gesundheit. Bei Treffpunkt Gesundheit geht es dieses Mal um ganz kleine Patienten, besser gesagt um Fieberkrämpfe. Die kommen vor allem bei Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr vor. Peter Burkhardt ist Neuropädiater. Hier am Kemptener Klinikum leitet er die Neuropädiatrie. Die Station kümmert sich um neurologische Erkrankungen von Kindern. Burkhardts kleine Patienten leiden an verschiedensten Beschwerden, von Kopfschmerzen über Epilepsie bis hin zu Fieberkrämpfen. Und über das Thema Fieberkrämpfe möchte ich mich jetzt mit Peter Burkhardt unterhalten. Herr Burkhardt, was genau sind denn die Symptome eines solchen Fieberkrampfes? Das Kind, in der Regel ein Säugling oder ein Kleinkind, ist steif am ganzen Körper, zeigt Zuckungen, läuft häufig auch blau an und zeigt manchmal auch Atmungsstörungen. Das sind die typischen Symptome und natürlich das Fieber, was dabei ist. Sie haben gesagt, das Kind, in welchem Alter befinden sich die Kinder dann? Kommt es in einem speziellen Alter besonders häufig vor? Also Fieberkrämpfe zeigen sich meistens im zweiten oder im dritten Lebensjahr. Der Altersgipfel ist so in dem Bereich, können aber durchaus auch schon früher auftreten, also ab dem sechsten Monat und selten auch mal ältere Kinder, also Schulkinder sogar noch betreffen. Und bei wie vielen Kindern kommt das ungefähr vor? Man sagt, etwa 3% in der Bevölkerung haben eine Bereitschaft zum Fieberkrampf oder 3% aller Menschen haben mindestens einen Fieberkrampf in ihrem Leben, im Kleinkindesalter oder im Säuglingsalter. Jetzt erinnert so ein Fieberkrampf so ein bisschen an einen epileptischen Anfall, wenn man das so hört. Ist es einer oder ist es was anderes? Also von dem, was im Gehirn abläuft, ja. Also es ist praktisch eine Art epileptische Entladung. Der Unterschied ist, dass sie nur bei Fieber eben auftritt und nicht einfach so. Wenn Anfälle einfach so auftreten, ohne Auslöser, dann würde man von einer Epilepsie sprechen. Wie verhalte ich mich als Eltern? Weil das ist ja sehr beängstigend. Das ist ganz richtig. Also die meisten Eltern, die das zum ersten Mal erleben, haben Angst, dass ihr Kind stirbt. Das ist ein Satz, den wir immer wieder hören in solchen Situationen. Und wenn das Kind solche Symptome zeigt, dann ist es geboten, dass der Rettungswagen geholt wird, dass der Rettungswagen verständigt wird und dass der Notarzt kommt. Wenn das jetzt schon mal aufgetreten ist, dann haben wir die Aufgabe, oder dann sind die Eltern entsprechend informiert, wie sie sich dann verhalten. Also da gibt es Notfallmedikamente, die man dem Kind dann verabreichen kann. Es ist aber jedes Mal wichtig, dass die Kinder ärztlich untersucht werden, weil wenn man einen Krampfanfall bei Fieber hat, bei einem Kind, weiß man zunächst mal noch nicht, ist das jetzt ein Fieberkrampf oder ist das Ausdruck zum Beispiel einer beginnenden eitrigen Hirnhautentzündung. Das ist immer zu klären und das kann man nur durch die Untersuchung und auch durch die Beobachtung des Kindes klären. Deshalb nehmen wir Kinder mit Fieberkrämpfen auch regelhaft stationär auf, um das eben im Verlauf einfach gut beurteilen zu können. Jetzt haben Sie gesagt, den Notarzt rufen. Was mache ich denn in der Zeit, bis der da ist? Also bis der da ist, sollte man das Kind auf die Seite legen, damit einfach, falls etwas im Mund ist, Erbrochenes oder Nahrung oder eben Speichel, ablaufen kann und das Kind noch atmen kann. Und man sollte beengende Kleidungsstücke lösen. Mehr ist nicht zu tun. Es nützt nichts, das Kind mit kaltem Wasser zu übergießen oder zu klopfen. Das ändert es nicht. Also wenn dann es der zweite Fieberkrampf ist, dann haben wir Medikamente, die wir praktisch dann den Eltern mitgeben mit einer entsprechenden Anweisung. Das sind so kleine Tuben, in denen ein krampflösendes Mittel ist, die man einfach öffnet, das in den After einführt und dann eben in den Darm gibt. Und über den Darm wird dieses krampflösende Medikament dann in die Blutbahn aufgenommen und entfaltet seine Wirkung am Gehirn. In der Regel so binnen 2 bis 5 Minuten. Tritt es denn bei den Kindern, bei denen es auftritt? Sie haben ja gesagt, es ist nur ein bestimmter Prozentsatz.
häufiger auf oder kann das auch sein, dass nur eine einmalige Sache ist? Das ist das Häufigste. Die meisten Kinder, die einen Fieberkrampf haben, bei denen ist das ein einmaliges Ereignis. Man kann sagen, Kinder, die ihren ersten Fieberkrampf haben, vor dem ersten Geburtstag haben eine Wahrscheinlichkeit so etwa von 50%, dass sie mindestens einen weiteren erleiden. Bei Kindern, die so 2-3 Jahre alt sind, ist diese Rate schon weniger. Kann man sagen, es ist vielleicht ein Drittel, die noch einen weiteren oder mehrere weitere Fieberkrämpfe haben. Es gibt aber auch selten mal Kinder, die, sagen wir mal, bis zur Einschulung 10 Fieberkrämpfe haben. Bis zur Einschulung, so kann man es sich merken, verliert sich aber die Fieberkrampfbereitschaft in aller Regel. Kann man irgendwie vorbeugen, dass mein Kind das möglicherweise nicht bekommt? Ja, früher war es üblich und wurde den Eltern geraten, dass sie fiebersenkende Maßnahmen dann treffen sollten. Das hat sich gezeigt letzten Endes, dass diese Maßnahme zum Schutz vor Fieberkrämpfen nicht wirksam ist. Man kann im Einzelfall krampflösende Medikamente vorbeugend geben, wenn das Kind Fieber entwickelt. Das hat aber auch so seine Kehrseiten, weil diese Medikamente, wenn sie in höherer Dosis gegeben werden, natürlich das Kind auch müde machen, wackelig machen. Und in der Regel ist es auch gar nicht nötig, denn die meisten Fieberkrämpfe hören binnen 1-2 Minuten von alleine auf und sind auch nicht dazu angetan, das Kind in irgendeiner Weise zu schädigen. Was ist denn die Ursache für so einen Fieberkrampf? Weil nicht jedes Fieber endet ja in einem Fieberkrampf. Das heißt, es muss ja eine bestimmte Ursache haben. Die Ursache ist die genetische Bereitschaft. Das Fieber ist letzten Endes der Auslöser. Ja, das ist eine reifungsabhängige Störung. Das heißt, das sieht man ja auch an dieser Altersverteilung. Ne? Das heißt, das jüngere Kind, was diese Bereitschaft hat, wird eher dazu geneigt sein, so einen Fieberkrampf zu entwickeln. Und je älter es wird und je reifer das und stabiler das Gehirn sozusagen wird, desto mehr verliert sich diese Neigung. Ja? Die Auslöser sind eben fieberhafte Infekte, das können Virusinfekte sein, das kann auch mal eine Harnwegsinfektion zum Beispiel sein und es kann auch mal eine Impfung sein, wenn auf die Impfung mit Fieber reagiert wird. Aber das sind nur die Auslöser, die Ursache liegt eigentlich im Kind selber. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Eltern sagen oft, sie denken, ihr Kind stirbt. Besteht die Gefahr, wie gefährlich ist es? Ja, also an Fieberkrämpfen stirbt man nicht. Das, was tatsächlich gefährlich ist, ist, dass man den Fieberkrampf verwechselt oder verkennt und in Wirklichkeit handelt es sich um eine eben beginnende bakterielle, schwere bakterielle Infektion des Gehirns oder der Hirnhäute, also eine eitrige Meningitis. Und das ist auch die wichtigste Abgrenzung, die man treffen muss, denn da ist wirklich rasche Hilfe geboten. Man muss den Kreislauf des Kindes stabilisieren und man muss dem Kind eben zügig Antibiotika dann zuführen, um diese Ursache zu unterscheiden. Fieberkrämpfe sind per Definition so, dass die Fieberursache eben nicht im Gehirn oder in den Hirnhäuten liegt, sondern irgendwo anders im Körper. Es kann eine Erkältung sein, eine Harnwegsinfektion, eine Magen-Darm-Grippe, was auch immer. Also wir fassen zusammen, wenn das erste Mal auftritt, auf jeden Fall den Notarzt rufen und ärztliche Hilfe holen. Vielen Dank, Herr Burkhardt, und ich gebe damit zurück ins Studio. Ja, und der Nachwuchs, der steht auch jetzt im Mittelpunkt bei uns. Da gibt es jetzt die Kinder- und Babygalerie, die Sie übrigens auch mitgestalten können. Vielleicht gibt es ja aus dem Urlaub einen schönen Schnappschuss. Schicken Sie ihn uns einfach an redaktion@tv-allgäu.de. Wir freuen uns und Sie können dann den Schnappschuss Ihres Nachwuchses, egal ob Kind oder Enkelkind, vielleicht schon bald in einer solchen Kinder- und Babygalerie sehen. Erholung und Entspannung steht jetzt bei uns im Mittelpunkt, denn es geht um Massage. Besser gesagt um die Erfindung Taralima. Was das ist? Ziemlich pfiffig, so viel sei schon mal jetzt verraten. Rain paints a picture on my window.
eigentlich nur ein kleiner Hocker in Form einer 8. Aber das ist nicht alles. Der Taralima ist quasi eine Massageliege im Kleinformat. Der circa 4 Kilogramm schwere Hocker kann aus jedem Bett oder Sofa eine Massageliege machen. Die Massagetherapeutin Cornelia Miller aus Oberstdorf hat ihn erfunden. Tja, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Vor 2 Jahren war ich in der Schweiz bei einem Freund. Und der erzählte mir am Morgen, dass er seine Frau im Bett massiert hat. Und dann denkt man sich, naja, wie geht es im Bett? Auf einem Kissen. Und dann habe ich gesagt, ja, die verstickt ihr doch auf einem Kissen. Ja, aber es geht. Ich habe keine andere Idee. Und dann kam mir wirklich die zündende Idee durch meine Massagen und alles, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mache dir einen Stuhl mit einem Kopfteil und dann kannst du deine Frau am Bett massieren. Gesagt, getan. Nach einem Jahr Entwicklungsarbeit entstand aus einem Entwurf aus Papier der fertige Hocker namens Taralima. Zu Beginn gab es zunächst nur einen Aufsatz, ein Nackenhörnchen für Wellnessanwendungen. Nach reichlicher Überlegung haben Cornelia Miller und ihre fleißigen Helfer einen zusätzlichen Aufsatz für Kosmetikbehandlungen entwickelt. Und dann war die Frage, ja, was geht denn noch? Und dann kam eben diese Idee auch für Fußreflexzonenmassage. Und für die Fußreflexzonenmassage sowas zu entwickeln. Das heißt, ich kann wunderbar bequem sitzen. Mein Fußteil ist höhenverstellbar, so wie auch für die Kosmetik, wie für die Füße. Die verschiedenen Aufsätze können ganz einfach per Klettverschluss gewechselt werden. Ein weiterer Vorteil des Taralimas, er ist höhenverstellbar. Das heißt, für jedes Bett oder Sofa bzw. für jede Anwendung kann die richtige Position gefunden werden. Für die Erfindung des Taralimas hat Cornelia Miller auch schon Preise gewonnen. Zum Beispiel einen Innovationspreis speziell für Frauen. Auch auf der Welterfindermesse in Nürnberg ist ihr Massagehocker gut angekommen. Irgendwann erscheint ganz groß auf der Leinwand mein Name und ich war natürlich völlig von den Socken. Und dann hieß es, der Taralima hat die Silbermedaille gewonnen und und ich habe das natürlich überhaupt nicht glauben können. Und im Bereich Gesundheit, Wellness, es wird ja in Kategorien eingestuft, hat er die Silbermedaille gewonnen. Und das war natürlich für mich unfassbar. In Zukunft soll es den Massagehocker in verschiedenen Varianten geben. Dunkleres Holz, bunte Farben und verschiedene Ledervarianten. Zusätzlich zum Taralima gibt es auch noch ein paar Extras. Cornelia Miller hat zusammen mit Freunden eine Massage entwickelt, die genau auf den Taralima zugeschnitten ist. Dann habe ich die Leohu Rider aus Hawaii. Die hat mir eine wunderbare Musik für diese Massage komponiert. Und das Ganze gibt es dann also praktisch im Paket Stuhl. Kurs. Das heißt, man kann in einem Wochenende maximal 2-3 Tage diese Massage erlernen und im Wellnessbereich schon mal damit loslegen. Cornelia Miller hat noch viele weitere Pläne mit ihrem Taralima. Und vielleicht hat sie auch noch weitere Ideen für neue Produkte im Wellnesssektor. Das war Treffpunkt Gesundheit. Gleich gibt es Treffpunkt Freizeit. Und da gibt's einen ganz schönen Adrenalinkick. Bis gleich.